Da haben wir eine Geschichte, die ist eigentlich mehr mitteleuropäisch, die kann man ganz, die geht bis ins Griechische und in den Osten und in den Westen, die kann man eigentlich überall hingehen. Ihr wisst ja, in der Mythologie, da gibt es ja die Faune. In Grönland, da gibt es da die Zwerge und in Deutschland gibt es Zwerge. Und in Europa, da überall, da gibt es unter anderem auch die Faune. Und die Faune, die sind ja bekannt, dass sie sehr musikalisch sein. Die spielen Flöte, die spielen Laute, die spielen Harfe. Und da auf dem Bild, das was ich gemalt habe, da sieht man eben einen Faun. Und jetzt beschreiben wir das Bild. Da sieht man einen Faun, der eine Harfe spielt, weil er eine wunderbare Jungfrau entdeckt hat, die in der Sonne liegt und halt sich wahrscheinlich langweilt. Und der greift natürlich gleich zur Harfe und spielt wunderbare Melodien. Und die müssen die Jungfrau so beeindruckt haben, dass sie ganz anfangen zu glühen. Verstehst du? Du siehst ja, wie die anfangen zu glühen. Der hat ihr Herz erobert und er hat ihre Seele so beflügelt, ihre Gefühle, dass sie glüht. Und die Faune, die gibt es ja überall, die sind sehr große Verführer. Und das sind Leute, die kommen eigentlich überall vor. Faune kennen auch als Hirten auftreten, die Schafhirten. Meistens haben sie Ziegen, weil man weiß ja nicht, ob sie mit den Ziegen verwandt sind, weil es sind ja auch Paarhufer, verstehst du? Und also müssen sie vielleicht ein bisschen, und du siehst ja, der Faun, der ist ja schon ganz sexuell erregt, der hat ja schon den Phallus ganz auf 5 vor 12, der ist ja schon pronto, verstehst du? Und die Malerei als solche ist ein fantastischer Realismus, wie er auch in Wien einmal vor 30, 40 Jahren stark verbreitet war. Und das ist die Geschichte eben vom Faun, der Harfe spielt und eine Jungfrau verführt, die so hingerissen ist von seinen Melodien, dass sie glüht. Man kann sagen, fast wie ein Glühwürmchen.